Da so viele gefragt haben, wie ich die Fahrzeuge sauber mache, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal ein schickes Video mit dem X3 von Marcel. Der sieht verheerend aus, nennen wir das mal so. Und dann werde ich euch mal haarklein erklären, mit was ich die Dinger sauber mache. Alle Produkte, die dabei rumkommen, die ich euch zeige, könnt ihr eigentlich bei BBM im Shop bestellen. Die dürften eigentlich alles da haben, bis... Ich weiß nicht, ob sie den Mac-Off-Kram haben, den Motorcycle Cleaner, aber die Sachen von Liquid Elements und die Chemical Guys für die Schaumkanone, das Chemical Guys Zeug für die Schaumkanone, das werdet ihr da sicherlich kriegen. Wir fangen jetzt erstmal an mit Luft auf die Räder, damit wir den Kasten rausschieben können. Und so schnell kommt man zu einem neuen Regiestuhl. Yeah, Pfandmillionär! Juhu! Man muss auch mal auf der Gewinnerseite sein. Ist nicht schlimm, Marcel. Ist nur unten wenig Luft. Oben ist alles in Ordnung. Da geht ja mein innerer Monk schon wieder. Geht da ja schon wieder voll drauf ab, ne? Richtig rum? Falsch rum. Richtig rum. Richtig rum, richtig rum, richtig rum. Warum zur Hölle baut man das da voll über Kopf? Ich könnte kotzen. Geht gar nicht. Ich sehe gerade, ihr könnt das gar nicht sehen. Weil da ist gar kein Licht. Ich hole mal Licht. Jetzt nochmal mit Licht. Tada! Marcel, wenn mich irgendwas beißt oder ich geschützte Tierarten finde, bleibt das Ding hier, ne? Ist dir klar. Dann ist das unter Naturschutz gestellt. Also, bis die ausziehen. Ich hab meinen dicken Kadaver hier. Hallo, Wauwau. Na, machst du? Du kleiner Hund. Hallo, hallo. So, komm, geh weg, wir wollen Luft aufpumpen. Geh weg. Weg, weg. Geh. Ja, so ein Fein. Ne, ein Fein. Was hast du am Bein? Oh Mann. Man macht das, du redest mit jemandem. Was? Man dachte, du redest mit jemandem. Nein. Ja, mit allen, die uns zugucken wollen. So, Nummer 1 hat Luft. Drehst du die Kappe wieder rauf? Willst du mir helfen oder was? Ja, Nummer. Ja. Willst du filmen? Nein. Ja, mach doch. Komm zurück, sah an. Kannst du das filmen hier? Da ist nun wieder ein schwarzer Wildschirm. Ja, musst du hinten drauf drücken dann. Aber hier? Einfach hinten drauf tippen. Ja. Dann kannst du sehen, was du filmst. So. Könntest du die Kappe drauf drehen? Mhm. Okay.
Wo ist der Deckel? Hab ihn in der Hand. Achso. Juhu! So. Hi, na? Du willst das essen, ne? Geil. Nom, nom, nom. Was? Ne, nur wenig Luft. So, zu Anfang machen wir erstmal das Grobe. Wenn ich ein bisschen rülps und schwer atme, müsst ihr damit leben. Ich habe gerade gegessen. Bah, das kompostiert sich schon unterm Sitz. Ja, widerlich. Hier los. Das Scheibchen muss ab. So. So, als Vorwäsche für den Vogel da draußen. Ganz normal Priel. Irgendwas, ob Priel oder Feri oder was auch immer, scheißegal. Das sind leere Mug-Off-Flaschen hier mit dem Sprühkopf. Die benutze ich eigentlich so lange, bis sie hinüber sind. Da machen wir einen ordentlichen Schub Spüli rein. So, Pi mal Auge, viel Spüli, ich weiß nicht, was da reingeht, ein Liter, ich sag mal 100 Milliliter Spüli-Zeug da rein und dann einfach mit normal weg Wasser auffüllen, Wasser aufgefüllt das Ganze, dann das löst halt. Das Spüli-Zeug hat den Vorteil, dass alles, was vorher auf dem Plastik oder am Motor klebt oder sonstiges, verdammt nochmal. So. Dass alles, was da vorher dran war, wegkommt, entfettet wird, es löst. Man muss da schon wieder keine Spritze drauf. So, jetzt aber. Wie gesagt, einmal alles. Puste. Dick benetzen, die ganze Karre einmal einjoppeln. So, und dann Gönnung mit dem Hudelreiniger. Erste Vorwaschrunde. So, vorgewaschen ist der Gute jetzt.
einmal den groben Schmutz ab. Alles einmal noch eingeweicht. Und dann geht's jetzt los mit der Schaumgeschichte. Chemical Guys Watermelon Snow Foam Auto Wash. Das ist, das nimmt halt Sand und den ganzen Scheiß mit. Alles, was so rumliegt, der Schaum macht, dass du keine Kratzer kriegst, was bei dem Fahrzeug jetzt nicht so wichtig ist. Das Ganze in eine Schaumkanone. Meine ist von eBay, keine Ahnung, 24 Euro. Dann empfehle ich euch, in eine Apotheke zu gehen. Da gibt es Spritzen, 100 Milliliter oder... Ich meine, das Größte sind 100 Milliliter, was so die normalen Apotheken da haben. Auf den Liter, der hier in das Schaumkanonending reingeht, tue ich zwischen 200 und 300 Milliliter von dem Snowfoam und dann mit Wasser auffüllen. Und dann schroppen wir das ganze Ding ein mit Schaum. So, jetzt haben wir das ganze Ding einmal in Schnee gepackt. Machen wir ein paar Fotos für Marcel. So sieht, dass wir hier wirklich was tun. Das Ganze ist dick eingeklebt. Dann haben wir von Chemical Guys, ich meine Chemical Guys oder Liquid Elements. Bin ich mir nicht ganz sicher, wo der herkommt, der ist schon ein bisschen älter. So ein Fusselhandschuh. Und weil da ja der ganze Schaum drauf ist, geht's jetzt ans Handschrubben. Thank you.